Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate Abenteuermodus. Und Sarah spielt schon wieder mit Sachen an meinem Schreibtisch rum. Was ist schon wieder fertig? Macht doch irgendwelche Hintergrundgeräusche. Macht die mir auf den Keks gehen. Warum machst du doch mal was? Na? Interessanter Start. Schon, ne? Ja. Trotzdem. Akari Hayami? Ja. Als Wii-Fit-Trainerin, aber der hat überhaupt keine Geisterpower, deswegen sterben wir jetzt erstmal. Brutal. So, ja, manche Leute fragen sich vielleicht, hey, yo, warum kam kein Part? Und das liegt daran, dass es Weihnachten schwer ist aufzunehmen. Yep, so und, viele Menschen. Ja, wir haben halt einfach es nicht hingekriegt, aufzunehmen, beziehungsweise ich. Aber dafür habt ihr jetzt ja als Bonus ein Smash-Part, bei der Sarah dabei ist, obwohl Juhu. Sarah eigentlich hier nichts machen kann. Deswegen nehme ich das eigentlich generell immer ohne Sarah auf, weil sie kann halt nichts machen. Das ist halt ein bisschen langweilig für sie. Aber sie hat sich bereit erklärt, euch ein wenig zu unterhalten, während die Fit-Trainerin hier jetzt endlich mal drauf geht. Das heißt, jetzt könnt ihr alle in die Kommentare schreiben, danke Sarah. Danke Sarah. Danke Sarah. Vielen Dank. Genau. Ja. Schon schreibt das jetzt keiner. Bist du dann traurig? Ja. Schon, ne? Ist immer traurig. Ein Part ohne Kommentare ist ein sehr trauriger Part. Tja, sag ich jetzt jedes jetzt Mal. Kommt Absol. An Wolf. Absol. Ich dachte früher immer, ich habe ja sehr, sehr viel Smaragd gespielt, ich dachte immer, Absol wäre so das ultimative Pokémon, weil es irgendwie so ja, selten war und so, naja, anders halt. Was macht Absol? Hä? Was macht Absol? Wie? Ja, jetzt hier, als Geist. Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht mit den Geistern aus, da kennst du dich wahrscheinlich besser von aus. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ja. Du hast gewonnen. Ja, ich weiß. Das macht Absol. Absol macht sterben. Ah. Dann ist es gut, gut. Ah. Kann es ganz gut machen. Das ist cool. Cool. Das macht es manchmal so ein bisschen so mal nebenbei. Ach so. Ja. Das wusste ich natürlich ja. nicht. Condor als Ridley Piddley. Was? Das sah ja hässlich aus. Ridley? Nee, Condor. Ach so. Es ist einfach nur so ein Pixel. Ach so. Ja, ja, aber so war das damals. Wieso sind denn jetzt die Eisleimers da? Ja, das macht bestimmt Condor. Wow. Was? Wow. Ach, das ist schon wieder so ein Weglaufgegner. Oh, die gehen mir auf den Keks, ey. Was heißt ein Weglaufgegner? Ja, die wollen, dass man zuerst die Ice Climbers fertig macht. Und dann Ridley Piddley. Ridley Piddley. Da ist so ein Item. Schau dir das auf. Ich bin eingefroren, Gratulation. Okay. Wow. Ridley läuft halt in das Curry rein. Ich hab halt jetzt in den letzten 5 Sekunden nichts gedrückt. Ja. Und er einfach so, ich will sterben! Bitte, 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 bitte. Aber ich glaube, da beschweren wir uns nicht. Dritter Kampf gewonnen. Wenn er da freiwillig den Löffel abgibt in nur 3 Minuten, dann ist richtig schnell. Was? So, wir ballern jetzt erstmal hier diesen Stein weg. Weg im Bohrlad. Und kriegen dann hier einmal Break Through the Ice Music. Wow. Toll. Danke. Ja. Habe ich eine andere Wahl? Nein. So, was ist da oben? Ein abgestürztes Raumschiff. Yeah. Sollen wir da hin oder sollen wir runter zu dem Charakter? Nee, wir können dann ja immer noch runter, ne? Ja. Man kommt halt nur nicht mehr hoch. Quajutsu. Quajutsu. Quajutsu war ja, wie gesagt, einmal in auf der Wii U eigentlich mein Main-Charakter. So. Habe ich am meisten gespielt. Aber. Was? Was? Kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Nein. Aua. Wow, was? Ein Sack gemacht. Du bist ein Sack. Da unten liegt Curry, glaube ich, rum. Jedenfalls so ein Item. Mehrere. Zack! So viel dazu, Mr. Quajutsu Bootsy. Oh Gott. Was? Sah aus. Allein, wieso hat er da nicht Snake gespielt? Ja? Keine Ahnung. Ja, merke ich. So, dann gucken wir mal, was mit dem Raumschiff hier auf sich hat. Wahrscheinlich brauchen wir dafür einen Piloten, den wir nicht haben. Obwohl, wir haben Fox, oder? Der Mechaniker des. Ach so, wir brauchen den Spirit. Ja. Dann hat sich das wohl einigermaßen erledigt. Hier unten hinter dem Eisbären bei Donkey Kong ist, glaube ich, ein Charakter versteckt. Echt? Ja. Der Eisbär ist, glaube ich, kein Mechaniker aus dem Star Fox Team, oder? Scheiße. Eigentlich nicht, ne?
Los geht's gegen Donkey Kong mit roten Augen und wir sterben fast und dann stirbt Donkey Kong. Ja, 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 so ist das. Dein Commentary ist sehr qualitativ hochwertig. Kein Kommentar, das war einfach nur ein Lied. Das war ein Lied? Ein Liedchen getrellert. Warum ist er so langsam? Wahrscheinlich, weil er stinkt. Hast du diese Uhr eingesetzt? Erdbeben, Achtung! Meine Güte, jetzt stirb doch einfach! Du machst ihm die ganze Zeit gar keinen Schaden, ne? Wie? Wie, ich meine keinen Schaden? Ja, er war... Achso, nee. KP. Oh Gott. Hm. Ja, es ist ja nicht mit Prozenten. Ah! Ich meine Vollschaden. Ja. Du hast mich jetzt richtig verwirrt. Entschuldigen Sie bitte, aber gleich kommt ein Erdbeben. Das Erdbeben war schon... Meine Fresse, jetzt auf diese Kacke zu bewegen! Du könntest einem richtig auf die Eier gehen! Jetzt geh mir nicht... Hör auf zu springen, du Penner! Das ist aber seine Taktik. Seine Taktik geht mir aber auf den Keks. Was ist bei ihm denn los? Alter, ich weiß es nicht. Ja, das Erdbeben... Jetzt versaut voll unsere Statistik. Es ist der 5. Kampf und jetzt sind 6 Minuten um. Jetzt hat er halt noch das Ultra Gauge hier. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Ich meine, nur noch Smashes, bis der hier hochspringt, wie so ein Trottel. Danke sehr. Bitte sehr. Meine Güte. Das war richtig anstrengend. Die Augen kamen so aus dem raus. Augen. Habe ich auch. Nee. Doch. Nee. Doch, habe ich auch. Kann ich mir auch leisten. Wow. So. Hier treffen wir auf die Ice Climbers. Ein Charakter, den wir freischalten werden und dann nie wieder verwenden werden. Juhu. Also ich habe echt nicht viel mit Ice Climbers gespielt. Und das letzte Mal war halt auch ein Brawl. Und auch im Brawl habe ich nicht mit denen gespielt. Weil es sind die Ice Climbers, ne? Sie sind geliebt von niemandem, weil sie hatten einmal ein Spiel. Sie sind verwirrend. Das war eigentlich ziemlich kacke. Ja. Sie sind verwirrend, weil es halt zwei sind, ne? Ja. Ich laufe heute ins Smash rein. Ich finde sie sehr verwirrend zu spielen. Ich habe sie mal gespielt. Echt? Ja. Und Boomerang! Gespielt? Ja, in Brawl. Echt? Ja. Wann haben wir denn mal Brawl gespielt? Nicht zusammen. Ohne mich? Ja, klar. Du hast ohne mich... Smash gespielt? Ich habe ohne dich auch ein Leben. Ist das nicht verboten? Nein. Ich bin halt richtig aus der Übung, ne? Tja. Merkt man schon, ne? Den musst du halt so richtig smashen. Oh, ist doch wie so ein scheiß Eisberg hier. Aua! Ich habe auch Gefühle! Bams! So schaut's aus, meine Freunde hier. Guck dir mal meinen Ultra-Smash ab. Bade-boom! Eisklimbers kämpfen nun mit, weil wir sie getötet haben. Dann sagen sie, oh, das ist ja voll sweet, dass du uns getötet hast. Nein, dann sind sie nicht mehr von einem Geist besessen. Ja, ja. Die Geschichte glaubt jetzt ja wirklich keiner. Was? Ist das Eis jetzt weg, oder was? So. Also war es richtig, dass wir hier runter sind? Anscheinend. Und der Wald ist auch weg. Weil, so ist das mit Wäldern. Die sind dann einfach mal weg. Was? Ein Teleporter. Aber warum? Ja, damit du alles spielst. Aber hier waren wir ja schon. Hä? Jetzt brauche ich... Haben wir... Kriegen wir jetzt einen Star Fox Geist her? Beziehungsweise wir müssen ja erstmal herausfinden, wo ist der gelbe Knopf? Der was? Der gelbe Knopf. Keine Ahnung. So, wir haben ja auf jeden Fall dort hinten. Ich kann halt nicht zeigen, ne? Nee. Ne, ich kann nicht zeigen, ne? Obwohl ich könnte. Na, okay, wir machen jetzt kleine Experimente. Ja, da hinten. In dem rechten Areal haben wir jetzt ja noch zwei Ausrufezeichen, die wir untersuchen können.
So, aber ich glaube nicht, dass die uns hier wirklich weiterbringen werden. Ist eine... Da ist noch eine Kiste. Achso, ja, aber die Kiste bringt mir nichts, oder? Also das ist eine kaputte Brücke. Ist das das Aufrufezeichen? Yep. Ja, warum soll ich die reparieren? Ja. Mit Traumwert. Nachteilgeist-Typ. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir hätten nur 2300 Stärke. Das ist natürlich für Meister Inkling. Traumberg. Wer steckt wohl hinter dieser Maske? Aua! Ah, wenn du den Boden berührst, dann schläfst du. Als ob der nicht getroffen hat. Man musste das erstmal checken, ne? Ja, stand bestimmt auch überall, aber... Du schläfst. Eingeschlafen. Ja, komm hoch. Ups, wieso habe ich das jetzt zu früh ausgelöst? Why do I do this to me? Weil du das machst. Im Hintergrund ist Traumbert, glaube ich. Du bist Traumbert. Nein, also da ist der Traum im Hintergrund. Der Traum von Traumbert? Ja. Ich glaube nicht. Traumbert. Ich glaube, das war Martha, oder nicht? Traumbert. Du bist ein Traumbert. No. Du bist eine Traumfrau. Oh. Aber natürlich. So, die Holzfäller fällen einmal das Holz hier. Die Leiterin. Riesen-Pikachu. Die Leiterin hat halt 3300. Sollten wir hinkriegen, oder? Dann haben wir die Leiterin des Areals besiegt und damit nichts erreicht. So. Ja, bitte, lass mich in Frieden. Ich will dich nur umbringen, ja? Ach so. Calm down. Wenn's nur das ist. Pikachu wird halt die ganze Zeit von den Bienen verletzt, ne? Du musst die Wabe auf Pikachu werfen. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil ich bin inkompetent. Ja, aber sonst wirft Pikachu die Wabe auf dich und dann wirst du die ganze Zeit von den Bienen verletzt. Muss ich gerade eigentlich irgendwas machen? Nein, Pikachu wird von den Bienen verletzt. Du musst die Waben nur rechtzeitig nehmen. Die Bienen haben jetzt halt Pikachu besiegt. Ich habe nichts gemacht. Ja. Du hast rechtzeitig die Waben genommen und auf Pikachu geworfen. Hä, aber gegen die Honigkönigin. Die würde ja eigentlich immun sein dagegen oder so, ne? Ja. Jetzt haben wir sie mit den Bienen besiegt. Passiert eigentlich was, wenn man mal einen Leiter besiegt? Okay. Ach so, ein Dojo. Aha, ein Dojo also. Aha. Schau mal, da reinschwitzt. So. Okay, wir können also Geister stärker machen. Das interessiert mich nicht, weil ich weiß nicht, wie Geister funktionieren. So, aber das bringt uns natürlich zu einer anderen Aktivität. Und zwar dem Ausflug mit Captain Toadette. Yeah! Denn die sollten ja eigentlich fertig sein. Beendet. Haben wir was Schönes gekriegt? Ich hoffe doch, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Geld. Ein paar Levels vor allem. So, weitere Geister auf Erkundungstour. Wie gesagt, wir sollten eigentlich die starken Geister ein bisschen leveln. Guck mal, hier Level 3, also 3 Sterne. 3 Sterne sehr, sehr gut. Weil das gilt ja auch, um die zu stärken auf 4 Sterne mit Sheriff. Und dann würde ich gerne tatsächlich Partner-Pokémon Evoli losschicken. Das wäre, glaube ich, ganz smart. Und die hier, weil die sind Spackis. Und jetzt noch einmal, du sagst, wenn du Evoli siehst. Partner-Pokémon Evoli. Oh. Evoli ist erschöpft, oder was? Achso. Dann schicken wir... Ne, Bomberman brauchen wir immer, um Sachen hochzujagen, ne? Ja. Latias, Latios. Sehr gut. So, dann mal ab, ihr Geisterchen. Macht mal euren Job hier. So. Sehr schön. So, aber wir haben hier noch ein Ausrufezeichen. Und zwar da hinten. Dann latschen wir da mal hin. Sind die Story schon durch? Nein. Okay, da ist ein... Das ist ein Stein. Vielleicht ist da ja der Pilot drin. Garados! Garados kann locker hier irgendwie schwimmen oder so. Was ist da? Captain. Ja, bring das ja nichts. Kann ich hier nichts machen? Ich könnte jetzt Garados einsetzen oder so. Wie komme ich denn sonst darüber?
Captain, bringt er dich nicht rüber? Nee, der bringt mich nicht darüber. Obwohl, bringt mich Captain darüber? Mit Iggy Biggy? Wir können es ja mal ausprobieren, ne? Meine, was haben wir zu verlieren? Außer dem Kampf. Animal Crossing Musik, die Sarah nicht. Nein! Nicht Wind! Nicht Wind! Nein, ich hasse Wind! Das ist das Schlimmste im Spiel! Ich hasse Wind! Revanche. Es gibt nichts Schlimmeres als Wind in dem Spiel. Gibt's wirklich nicht. Wir haben aber irgendwas, das... Ein Schwärmer. Nee. Macht widerstandsfähig... Sturmresistent. Was? Geh einen hoch. Achso, ja, aber es gibt... Ja, genau, hier. Achso, ach, toll. Den haben wir gerade auf Expedition geschickt. Wow. Das ist jetzt peinlich. Wir haben die jetzt also auf Expedition geschickt. Die, die uns jetzt den Arsch retten können, ne? Tja. Die sind weg. Toll gemacht. Das geht so ja auch. Ja, aber... Ich halt abgeschleckt. Was? Er hat dich gerade richtig abgeschleckt. Vielleicht schlecke ich dich gleich ab. Nein. What? Bowser Jr. kam zum ersten Mal 2002 in Super Mario Sunshine vor und zwar ein ziemlicher Zers, aber sein erst war ein ziemlicher Quälgeist, aber sein Papa hat ihn ganz doll lieb. Oh, was hat er denn für einen netten Papa? Das ist ja ein richtiger Traumpapi. Das ist ja ein richtiger Traumpapi. Ist das so? Klar. Hättest gern Bowser als Papi. Ja, klar, wenn du was brauchst, besorgt er dir das, oder? Glaub's nicht. Ohne Wenn und Aber, ne? Komm schon. Yes! Wie? Genau. No. Ich dachte, du smashst den jetzt. Ich dachte, ja. Und jetzt. Smash. Und smash. Der wäre doch was für Yannick zum Spiel mit seiner Bowlingkugel. Nein! Nein, das war richtig schade. Alter, er hat halt schon 150%. Du hättest ihn nur einmal richtig smashen müssen. Why do you do this to me? I don't do this. Du bist süß. Ey. Was denn? Ist aber gehüpft. Der gute Inkling. Nein, nicht ins Wasser, nein, du bist ein schlechter Schwimmer. Das stimmt gar nicht. Doch. Hallo? Naja, Inkling. Ich bin kein schlechter Schwimmer, ich bin voll der gute Schwimmer. Hier schaut's aus. Ja, aber Inkling. Aber Inkling schwimmt doch immer in seiner Tinte, oder nicht? Nein, aber es ist ja nicht dasselbe wie Wasser. Kannst du dir eigentlich aussuchen, mit welchem Charakter du spielst? Ja. Und dann wählst du Inkling. Ja, ich will mal Inkling spielen. Aha. Inkling ist voll sweet! Wow. Das hätte er jetzt halt richtig reinhauen müssen. Ja. Das hat halt gar nicht reingehauen. Ich würde mit Falco spielen. Echt? Ja. Wenn du nur mit Falco spielen kannst? Hey! Ich kann doch Pokémon Trainer spielen. Ist er nicht? Doch. Nein. Mittlerweile schon. Ha! Folgst mir. Ins Gesicht, Iggy Spiggy! Okay, aber er hat schon mal ein Boot dabei, ne? Ja, eben. Das lässt hoffen. Das lässt hoffen. Ja. Ja, eigentlich könnte man schon sagen. Sieht der fährt okay uns aus. Jetzt darüber. Der fährt uns jetzt darüber. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir probieren dann aus, ob das klappt. Beim nächsten Mal. Tschüss.